Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar mit dem Spiel Judgment Apocalypse Survival Simulation. Ja, wie der Name schon erraten lässt, es geht wieder mal ums Überleben. Das ist ja mehr oder weniger unser Steckenpferd. Und bevor es ans Eingemachte geht, noch ein paar Daten vorab zum Spiel. Judgment Apocalypse Survival Simulation ist seit dem 11. April 2016 auf Steam verfügbar. Das Spiel befindet sich aktuell noch in der Early Access Phase und wir zocken jetzt die neueste Version, das ist die Version 0.8 und die ist diesen Dienstag, den 30.08. rausgekommen und fügt unter anderem neue Gegenstände hinzu und ja, da freuen wir uns schon richtig drauf, also da ist für Content gesorgt, da wird uns sicherlich nicht langweilig in den nächsten Wochen bzw. Videos. Und ja, kommen wir noch zum Entwickler bzw. Publisher. Ihr habt es vielleicht vorhin schon gesehen in dem Vorspann, das ist nämlich Suncrash. Und ja, an dieser Stelle auch erstmal ein wirklich riesen Dankeschön an die Entwickler, mir hier diesen Key zur Verfügung zu stellen. Freut mich riesig. Und so, yeah, thank you for the key, Tomer. And I hope you like the video and enjoy my gameplay about Judgment Apocalypse Survival Simulation. Ja, kommen wir noch fallabschließend zum Preis, denn das interessiert euch natürlich auch. Preislich könnt ihr Judgment Apocalypse Survival Simulation für 14,99 € auf Steam aktuell kaufen. Ja, die ganzen Beschreibungen und die ganzen Links packe ich auch nochmal in die Videobeschreibung mit rein, damit ihr das alles schön kompakt beisammen habt. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los und starten ein neues Spiel. So, und dazu klicken wir jetzt hier auf New Game. So, und wie es ausschaut, können wir hier verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen, von Casual bis hin zu Custom. Okay, Casual ist das leichteste, sagt ja der Name schon. Dann Forgiving ist, ja genau, gesunder Durchschnitt. Challenging, die Herausforderung, und Custom können wir uns dann anscheinend selbst einstellen, die Parameter. Ah ja, interessant. Gut zu wissen. Ja, vielleicht für euch auch als Info, also ich starte hier komplett frisch, habe es weder angetestet, das Spiel, noch sonst irgendwas. Also für mich genauso neu wie für vielleicht den einen oder anderen von euch auch. Von daher lassen wir auch nochmal die Tutorials drinnen. Ist gewiss nicht verkehrt hier für den Anfang. Nicht, dass wir gleich sterben. Und ja, Mapseed können wir auch noch einstellen. Da können wir hier auf den Würfel anscheinend klicken. Ja, nehmen wir doch gleich mal 77 am Anfang. Das schaut doch schon mal schön aus und ordentlich aus. Und dann starten wir mal auf in die Apokalypse. Ja, an der Stelle sei auch noch gleich gesagt, Judgment Apocalypse Survival Simulation ist aktuell nur auf Englisch abrufbar oder auf Englisch verfügbar. Ich denke aber trotzdem, dass wir das hinbekommen, soweit ins Deutsche zu übersetzen. Meine Englisch-Skills sind jetzt auch nicht die besten, aber ich denke, das bekommen wir hin. So, ich lese kurz mal nur für mich durch und übersetze dann ins Deutsche. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So, okay, wir waren anscheinend campen. Und ja, dann hat uns eine einzige große, starke Kreatur angegriffen. Und zusammen haben wir es gerade noch so geschafft, sie zu besiegen. Aber leider hat es der Ned nicht geschafft. Er ist anscheinend gestorben. Zu viert waren wir. Ja, und außen im Schatten haben wir dann anscheinend noch mehr so rote Augen gesehen. Schattenwesen. Und dann haben wir natürlich schnell unsere 7 Sachen gepackt, unsere Vorräte gepackt. Und haben es zurück zur Stadt geschafft. Nur um herauszufinden, dass sie überrannt wurde. Pah. Toll. Und die Apokalypse hat jetzt begonnen anscheinend. Ja. Zu dritt haben wir es dann geschafft, uns hier in der nächstbesten ruhigen Gegend niederzulassen. Es scheint sicher zu sein für den jetzigen Zeitpunkt. Aber wir sollten nichtsdestotrotz unseren Camp aufbauen. Und genau das machen wir jetzt. So, unsere erste Mission anscheinend. Ah ja, und gleich ein Tutorial. Das ist doch schon mal gut, damit wir gleich wissen, was wir zu tun haben. Okay, wir können den natürlich Arbeiten anschaffen. Die sogenannten Tasks. Und ja,
mit dem Linksklick auf den Baum und dann können wir Baumfällen auswählen. Ah ja, und es gibt anscheinend mehrere interaktive Objekte in dem Spiel, also fröhliches Erkunden angesagt an der Stelle. Und um hier was zu bauen, müssen wir unter Construction B bzw. C für Crafting. Und ja, dann schauen wir uns das doch gleich mal an, würde ich sagen. Wen haben wir denn alles im Team? Wir haben den Tom, wir haben die Lucy und die Brittany. Ah ja, interessant. Hier oben haben wir dann den Tagesanzahl und die Zeit, okay. Unten so eine Art Game Log letztendlich, da oben unsere ganzen Befehle. Von Mission bis hin zu Base Inventory, Create Tasks, Task List, okay, sogenannte Quest List praktisch. Das Building-Menü, wenn wir es vorher schon gesehen haben. Ein Forschungsbereich, das ist schon mal sehr schön. Crafting und anscheinend gibt es hier noch eine größere Map. Ja, unsere Ressourcen hier oben, was ist das alles? Okay, Essen, Trinken, okay, Schrott, dann Alchemiefläschchen sind es anscheinend und so, ja, übernatürliche Forschungen. Und ja, die Map anscheinend, schauen wir mal, wie groß die denn ist. Ah ja, doch so groß. Ja, das ist schon mal sehr groß. Da haben wir anscheinend einen Brunnen. Sehe ich jetzt nur einen, oder? Ja, genau. Was haben wir noch Schönes? Ui, ui. Siebter Tag. Also wenn ich das richtig lese. Ups, kommt noch kurz davor ein Tutorial reingesprungen. Schauen wir uns das noch kurz an. Ah ja, unsere Überlebenden haben natürlich, wie in jedem guten Survival-Spiel, Bedürfnisse. Einmal natürlich die Lebensanzeige, so wie das mir hier scheint. Dann die Essensanzeige und Schlafbedarf haben sie natürlich auch. Ja, und hungrige Überlebende besuchen den nächstgelegenen Essenstisch und konsumieren dann so lange ihr Essen, solange es halt letztendlich vorrätig ist oder verfügbar ist. Und wie in echt halt auch, rohes Essen, also rohes Fleisch ist ungenießbar und wir müssen es natürlich kochen, um letztendlich das Ganze essen zu können. Genauso ist es mit dem Schlafmangel, wer kennt es nicht, jeder wird müde, von daher müssen auch unsere Überlebenden schlafen und während sie schlafen, heilen sie sich anscheinend stärker als normal. Und ja, Wasser ist ganz klar, ohne Wasser geht natürlich gar nichts, da ist der Akku leer. Wasser braucht man natürlich auch, um zu überleben. Okay, und so wie es ausschaut, sind auch müde Überlebende nicht so effizient im Kampf. Also müssen wir immer darauf schauen, dass die auch wirklich gut ausgerüstet sind. Und ja, verhungern bzw. verdursten können natürlich unsere Überlebenden auch, ist ja ganz klar. So, dann zoomen wir hier wieder ein bisschen rein, damit wir auch schönen Überblick haben. Und ja, wir werden hier, genau, und so wie ich das sehe, genau, alle 7 Tage kommt so ein Enemy Raid, so ein Enemy Rush. Das sind wir ja schon gewohnt von anderen Spielen. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit und fällen hier gleich mal die ersten Bäume. Ah ja, da hat es uns Pause. Natürlich müssen wir da noch auch einstellen, dass die was tun. So, machen wir mal die ganzen Bäume hier. Genau. Die ganzen Bäume macht er mal. Da seid ihr eh gut beschäftigt. Was ist das? Das scheinen Eier, Steine. Was haben wir hier Schönes? Mineralien. Uiuiuiui. Da wird uns sicher nicht langweilig bei dem ganzen Zeugs. Was ist das? Verlassenes Camp. Ah ja, da gibt es dann Schrott und Medizin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das gefällt mir schon wirklich gut. Macht wirklich Spaß hier. So. Jetzt fällt er hier mal schön die Bäume. Soll hier auch gleich einer mal Steine kloppen. Ah ja, das wäre nämlich sowieso meine nächste Frage gewesen. Wir können anscheinend mit mit Maustaste halten und ziehen hier mehrere mehrere Aufträge auf einmal einstellen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal hier oben mit der T-Taste anscheinend. Oder wenn wir halt draufklicken, machen wir gleich mal. Ah ja, Job Trees, dann scheinen das Steine zu sein, genau. Search Debris und Mine, okay.
nach Ressourcen bzw. Ärzten. Ist auch klar. So, dann sollen sie hier gleich mal... Ah ja, sehr schön. Funktioniert gut. Sollen sie hier gleich mal den Wald platt machen. Und ich habe hier irgendwas gelesen, was mir nicht gefällt. Survivors are starving. Oh, 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 oh. Okay, die verlieren hier schon Leben. Die brauchen ja unbedingt Futter. Dann bauen wir mal unser Camp. Wo bauen wir es denn? Bauen wir es hier hin, würde ich sagen. Schön nah am Brunnen. Ist nie verkehrt. So, Building. Ah ja, wenn wir mehr von ein und demselben Objekt platzieren wollen, müssen wir die Shift-Taste gedrückt halten. Und manche Gebäude können natürlich nur auf der vorgesehenen Location platziert werden. Also in dem Fall die Mine natürlich nur auf der Mine. Sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Gut, dann, was können wir Schönes bauen? Log-Cabin. Log-Cabin, also anscheinend eine kleine, oder? Genau, 2x2 Usable Slots, 3x2 Usable Slots. Ja, wir sind zu dritt, dann bauen wir doch gleich mal die große. Wo bauen wir sie hin? Die bauen wir hier hin. Eieiei, Lucy hier, mach mir nicht schlapp. Lass mal hier lieber das ganze Zeug hier. Kann man das hier auch irgendwie wieder... Ups. Ah ja, das ist die Taskliste, die sie hier abbauen. Dass sie hier alles schön nach und nach machen. Ja, dann verlieren wir keine Zeit, würde ich sagen. Und bauen wir aber auch gleich mal so ein Food Table. Wo war der noch gleich? Ist der hier irgendwo? Ah, da ist ein Food Table. Hungry Survivors eat here. Gut. Dann... Baut den gleich mal. Nicht, dass er mir hier verhungert. Leute, enttäuscht mich nicht. Nicht gleich in der ersten Folge. Das wäre nix. So, kann ich? Job Tree. Bild? Steht da auch irgendwo Bild? Bild Food Table. Schiebt das mal weiter hoch. Geht das? Ah ne, das macht er jetzt anscheinend. Der Tom nimmt sich der Sache an. Sehr schön. Ah ja, der Tom hat schon Futter gefasst. Dann du, meine Liebe, geh hier auch gleich mal. Ah ja, kommt schon. Lucy, wie schaut's mit dir aus? Ah ja, geht auch schnellstens hier zur Essensausgabe. Heieieiei. Wäre dir nicht knapp geworden. Okay, wenn wir hier eh schon sind, das ist anscheinend das Charaktermenü. Und die Lucy ist so ein Charakter, der anscheinend gut in Crafting und gut im Kampf ist. Wir können, so wie es ausschaut, hier auch noch Waffen bzw. Rüstung selektieren und Equipment auch noch ausrüsten, die Charaktere. Ja, nicht schlecht, das schaut schon mal gut aus. Und können hier auch noch Prioritäten setzen, was sie anscheinend, genau, was sie als erstes machen soll. Ah ja, genau. Sie ist natürlich gut in Crafting, dann soll sie es Crafting übernehmen, ist auch klar. Aber für was ist denn der Tom eigentlich gut? Schauen wir mal die einzelnen Charaktere an, wo denn ihre Stärken liegen. Ah ja, der Tom ist der klassische Baumeister. Der ist ganz gut im Bauen. Okay, und die Brittany, die kann gar nichts anscheinend. Auch nicht schlecht. Nee, die kann sich vielleicht auch noch skillen, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Wir bauen aber trotzdem hier noch gleich ein Bett, würde ich sagen. Damit sich die Lucy hier hinlegen kann. Und Nahrung bzw. Trinken haben wir ja zum Glück noch. Okay, die wollen eh schon schlafen. Sind eh schon hier müde. Aber der Tom baut ja zum Glück schon. So, habt ihr noch was zu tun? Ja, sind noch nach wie vor am Fällen. Ah ja, nächste Quest anscheinend. Learning how to farm. Okay. Ah ja. Wir sollen jetzt praktisch Landwirtschaft erlernen, den Skill oder die Fähigkeit, weil natürlich unsere Essens- bzw. Wasservorräte nicht ewig reichen und wir deswegen unsere eigene Nahrung anbauen müssen. Und bevor wir das tun können, müssen wir lernen, wie das Ganze geht. Und dafür brauchen wir ein Experiment Table, also einen Forschungstisch. Und den wird es auch wieder im Baumenü geben. Workbench, wo ist er denn? Experiment Table, da ist er.
Dann stellen wir den hier gleich mal schön hin. Ich hoffe, die kommen hier noch durch. Aber ich denke, da ist ausreichender Platz vorhanden. Okay. Survivors are tired. Gut, ein Bett haben wir ja. Die lösen sich ja jetzt dann hoffentlich doch ab beim Schlafen. Damit hier jeder zu seinem Schlaf kommt. So, bauen will hier keiner, oder? Lucy? Ah ja, nee, die Lucy hat wieder Kohldampf. Ah ja, die haben ordentlich Kohldampf. Gut, vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, wer hier schwerere Arbeit macht. Dass der natürlich dann auch mehr Essensbedarf hat. Okay, wer weiß. Werden wir schon noch herausfinden. Ah ja, und die Brittany ist noch müde. Das ist gut, dass das hier unten auch schön angezeigt wird. Da weiß man gleich, um was geht. Was die Bedürfnisse noch sind. So, mein Lieber, du forschst jetzt mal. Jetzt hat er es eh gleich. Ah ja. Ah, da bekommen wir Fläschchen dafür. So, das ist anscheinend das Forschungsmenü. Okay. Wir können Gegenstände erforschen, wie wir ja vorhin schon herausgefunden haben. Und um Gegenstände zu erforschen oder neue Fertigkeiten zu erlernen, brauchen wir diese Forschungsfläschchen, diese Alchemiefläschchen und anscheinend auch noch Metall beziehungsweise andere Materialien. Und die Materialien können wir auf Erkundungsmissionen finden, so wie es ausschaut. Ah ja. Okay. Weiter weggelegene Orte letztendlich droppen bessere Sachen bzw. droppen bessere Materialien. Und manche Materialien können wir nur an speziellen Gegenständen, an speziellen Ortschaften, wollte ich sagen, finden. Und da müssen wir uns anscheinend auf Erkundungsmission begeben. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Judgment Apocalypse Survival Simulation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf alle Fälle. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Warhead. Ciao.